Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ja, natürlich. Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die drei genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesem modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und... Ja. Und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. Es gibt auch nur 1, 2 und die nicht 1 oder 2 ist halt. Klar. Guten Tag. Die. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann hagelt's Arschgranate! Guten Tag. Die... Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Vorkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Du benutzt die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will... Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Oi. Ich geh dann... Dann mach bitte... Okay, der Herr Mantel, der wohnt im Wäschelicht. Alles klar, dann... Der Professor Nock, den haben wir schon die Karte gebeten, aber die braucht er ja. Und dann Alumann. Ihr liebe Alumann. Alles klar. Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch einen... meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Edna bricht aus geworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist glaube ich auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, das ist total logisch. Das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten. Und halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt haben, nämlich nach Firmengründung von The Delic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fae
mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann, aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fae an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fae, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Was recht erstaunlich ist, weil es ja noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam. Krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden. Und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran. Und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk. Und das bleibt immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Alles klar. Ui, lecker. Lecker? Harvey, das ist nur eine Staffelei. Oh, so ein Ärger. Ich habe in der Kommandozeile Waffeleisen gelesen. Okay. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Kreativ betätigen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Vieles bestimmt. Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Machen wir gleich. Platter wird die Leinwand nicht. Nein, Edna, du darfst das... Harvey, ich glaube. In diesem Bild durchbricht Captain Unbrauchbar die Kinoleinwand. Die wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche sie aber bestimmt noch für ein Rätsel. Nee. Das wäre ein prima Kunstwerk. Ich brauche es aber... Nee. Wahre Kunst lässt sich nicht kaufen. Meine Fußnägel sind bereits... Ich nenne es... A New Beginning. Weiß und flach. Das muss Papier sein. Nee, das ist eine Lawine. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Nein, danke. Wollen wir schmutzige Karikaturen zeichnen? Ach nö. Deine schmutzigen Karikaturen sehen immer aus wie Gurkenscheiben. Ja, Gurkenscheiben. Benimm dich, Harvey. Alles klar, Harvey. Ich sehe das Packpapier, aber ich sehe das Geschenkband nirgendwo. Ja, das ist doof. In diesem Bild faltet Captain Unbrauchbar einen Einwegbumerang. Wozu? Ich kann es nicht verhaften. Es hat eine weiße Weste. Oh, verdammt. Oh, zum Glück ist nicht jedes dieser Regalobjekte anwählbar. Also, das wär's gewesen, ey. Hallo, Vermittlung? Bitte? Ich hätte gern ein Gespräch über Papier. Über Pier? Papier. Über Papier. Kapiert. Papier? Pipapo. Papier. Popapier? Ha. Seltsam. Aufgelegt. Alter, was für Ideen die aber auch das kommen. Das gibt es hier offenbar umsonst. Das ist alles Krimskrams aus der Beschäftigungstherapie. Ihr Gemüt war wie Fußnägel auf Papier. Eine dunkle, schwarze Sichel des Zorns. Nein, danke.
Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Nein, danke. Was hältst du von diesem Regal, Harvey? Ich kann es nicht ausstehen. Lass es uns umkippen. Schade. Zu schwer. Dann müssen wir uns etwas anderes zum Umkippen suchen. Ja. Dieses Holz wurde bereits vermöbelt. Edna Rules. Der geheime Zugang zum Tiefparterre Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Ui. Schwerer Fall von Zeitdiebstahl. Hallo, Vermittlung? Ja, bitte? Ich hätte gern die Nummer von einem Regal. Oh, da gibt es viele. Welchen Anfangsbuchstaben soll es denn haben? Egal. Ich messe der Beschäftigungstherapie keinerlei Wert bei. Ich lege ihn hier hin und hole ihn später wieder ab. Yes. Da hat jemand Vorsicht, Frank, drauf gekritzelt. Seltsam. Es tut mir übrigens leid, falls ich echt wenig rede, aber ich denke mir so... Ja gut, wir sind ja eh die ganze Zeit hier am Interagieren mit etwas, deswegen... Ja, rede ich recht wenig. Wir haben sie! Wollen wir Blinddarm-Operation spielen, Harvey? Nur wenn ich der Doktor sein darf. Dann lieber nicht. Na nö, lass mal. Seltsam. Ich kann weder den Poloschläger zerschneiden, noch kann ich die Schere K.O. schlagen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst ist unverwüstlich. Du musst es ja wissen. Seltsam. Ich kann weder den Stift noch kann ich die Schere bemalen. Warum nur? Ist doch klar. Die Verwüstung selbst... Du musst es... Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Nein, Edna, aufhören! Du darfst Captain Unbrauchbars Abenteuer nicht zerschnipseln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt... Ja, das kennen wir auch schon. Da. Lieber nicht. Damit würde ich mich nur selbst degradieren. Das Kabel ist bereits zerschnitten. Egal! Dafür bräuchte ich wohl eher einen Seitenschneider. Okay. Zehennagel. Hier ist der Bienenmann. Really? Wie passend. Der Bienenmann malt mit Wachsstiften. Ist mir jetzt erst in den Sinn gekommen. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Nee, das nicht. Habt ihr morgens auch manchmal dieses wachsige Gefühl im Mund? Entschuldigung, die... Guck mal, Harvey, Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist, das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Okay. Poloschläger muss noch nicht gewachst werden. Er liegt noch ganz gut in der Hand. Ich habe den... Der Kuli ist super. Ich will nicht tauschen. In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Oh yeah. Das Auge des Gesetzes ist wachsam. Der war so schlecht. Ist genug Wachs in der Ohrmuschel. Was denkst du, Harvey? Soll ich dem Kopf auch hier und... Darauf lässt sich leider nicht rumwachsen. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun, als mir die Fußnägel zu bemalen. Nein! Irgendwas ist auffällig an dem. Ich kann nur den Finger nicht drauflegen. Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Was hältst du von dem Typen, Harvey?
Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Spielst du Polo? Nicht mehr. Die Pferde haben zu viel Angst vor mir. Aber ich bin ganz gut im Eiskunstlauf. Warum fragst du? Nicht wichtig. Möchtest du meinen Kugelschreiber? Nein, danke. Ich bevorzuge die Wachsstifte. Das ist eine Vorliebe von mir, die vollständig unerklärlich ist und die doch eine gewisse Ironie in sich birgt. Komplett unerklärlich. In diesem Bild zähmt Captain Unbrauchbar die Bienenkönigin. Ich habe keine stichhaltigen Beweise gegen ihn. Willst du telefonieren? Nicht nötig. Wir Bienen kommunizieren über unsere Tanzchoreografie. Echt? Dann kannst du mir vielleicht sagen, was es mit Stepptanz auf sich hat. Es ist eine Art Bienenhip-Hop. Gut zu wissen. Hier, kauf dir mal anständige Klamotten. Was genau meinst du mit anständig? Ein nach hinten offenes Nachthemd und dazu eine fliederfarbene Unterhose? Ja. Was trägt man jetzt so? Ist der neueste Schrei. Genau. Ich habe mir deine Zickzackschere genommen. Wenn ich dir einen Rat geben darf, leg sie zurück. Sie bringt nur Kummer. Wieso? Was ist denn passiert? Sagen wir mal so. Früher war ich der Hornissenmann. Willst du einen nützlichen Fußnagel haben? Grad nicht. Ich habe selbst noch 10 davon. Ja, wir haben schon 23, glaube ich. Hallo, Bienenmann. Hallo, Fremde. Nenn mich ruhig Ronja, die rubinrote Rächerin aus Romburg. Wie du willst, Ronja. Eigentlich heiße ich Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das ist Harvey. Er hilft mir, hier rauszukommen. Servus, Harvey. Nettes Outfit, Alter. Kennst du einen Weg hier raus? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Warum hat man dich hier eingesperrt? Du wirkst so klug und aufgeräumt. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, es hängt mit meiner Kleidung zusammen. Männer, die Bienenkostüme tragen, haben einen schlechten Ruf. Ja, denke ich auch. Woher glaubst du, rührt der schlechte Ruf des Bienenlooks? Ganz klar. Die Medien. Ja. Männer in Bienenkostümen werden quer durch die Medien als Witzfiguren dargestellt. Ja. Und der Hauptschuldige? Kinderanimationsfilme. Ja. Zeichentrickfilmautoren führen eine regelrechte Kampagne gegen uns. Genau. Die Mexikaner aus Die Simpsons. Willi aus Biene Maya. Ja. Klar. Oder die Familie Dalton in Lucky Luke. What? Männer in Bienenkostümen sind die Clowns der Medien. Stimmt schon. Warum trägst du ein Bienenkostüm? Aus Solidarität mit anderen Männern in Bienenkostümen? Um die insektoide Tracht für den Weltmarkt zu öffnen? Als Realsatire? Um die Modebranche zu boykottieren? Und letztlich, um meiner Bewunderung für unsere fleißigen Honigsammler Ausdruck zu verleihen? Du hast eine Wette verloren. Ich habe eine Wette verloren. Warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser fressen kann. What? Und, wie ich fürchte, als Ventil für meine überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion. Überdurchschnittliche Ohrenschmalzproduktion? Igitt! Ja, das ist kein Zuckerschlecken. Es sollte am besten nicht mal im selben Gespräch wie Zuckerschlecken vorkommen. Diese Überproduktion ist bei mir so eine Art allergische Reaktion auf Heißgetränke. Dabei könnte ich jetzt einen Kaffee gut brauchen. Hab ich hier stehen. Malst du was Bestimmtes?
Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Aber ich schäme mich wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Oh. Oh. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Okay, das heißt, ihm müssen wir schon mal ein Heißgetränk bringen. Das ist Kunst. Es ist verlockend, aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.